Im Landeskriminalamt am Waterloo-Platz soll 2020 ein Dienstleistungszentrum entstehen, von dem aus Telefongespräche in ganz Norddeutschland abgehört werden. Bisher waren die einzelnen Bundesländer selbst für das Abhören zuständig. Durch das neue Zentrum soll die Aufklärung schwerer Straftaten verbessert werden. Die Piratenpartei spricht von einem weiteren Schritt in den Überwachungsstaat. Im Studio begrüße ich jetzt den Ratsherrn Dirk Hilbrecht von der Piratenpartei. Herr Hilbrecht, wer wird denn in Zukunft von dem neuen Zentrum abgehört werden? Ja, ich würde sagen, das weiß man jetzt noch nicht so genau. Sie kennen ja die Diskussion der vergangenen Jahre und auch die Entwicklung der vergangenen Jahre. Da hat sich viel getan. Stichwort Vorratsdatenspeicherung. Erst ja, dann nein, jetzt wieder ja, vielleicht dann wieder nein. Bis 2020 ist noch viel Zeit. Meine Befürchtung ist aber, dass es sicherlich nicht weniger wird. Was passiert denn mit den Daten, die da gegebenenfalls gesammelt werden? Tja, auch das weiß man nicht so genau. Und das ist ja einer unserer größten Kritikpunkte. Es wird ja in der Politik momentan sehr viel über Überwachung, Verschärfung von Gesetzen, von Regelungen geredet. Insofern ist unsere Befürchtung, dass auch hier tendenziell mehr überwacht wird und dass man das gar nicht so genau mitkriegt. Weil auch hier ja dann wieder versucht wird, Dinge möglichst wenig in die Öffentlichkeit kommen zu lassen. Das sieht man bei diesem speziellen Vorgang ja auch daran, dass dieser Beschluss zur Schaffung dieses gemeinsamen Zentrums ja bereits vor über 5 Jahren gefasst wurde, aber erst jetzt, wenn es an die Umsetzung geht, wirklich in die Öffentlichkeit gekommen ist. Das heißt, es ist bisher ja auch gar nichts darüber bekannt geworden oder zumindest nur sehr wenig. Ja, das ist richtig. Nun heißt es ja, es werden letztendlich nur Behörden zusammengelegt. Aber unser Kritikpunkt ist eben, wenn Sie eine solche Zusammenlegung machen, dann schaffen Sie ja auch ganz automatisch neue Strukturen und neue Möglichkeiten der Kommunikation untereinander, die es vorher nicht gab. Und damit werden halt eben diese Überwachungsnetze ganz automatisch enger gespannt und damit die Überwachung und die Überwachungsmöglichkeiten enorm gesteigert. Auch wenn auf den ersten Blick eigentlich gar nichts Neues passiert. Und das ist der Kritikpunkt der Piratenpartei. Mehr Überwachung. Richtig. Jetzt geht es beim Abhören natürlich auch um die Vermeidung von Straftaten. Das ist ja ein Sicherheitsbedürfnis der Bürger. Ist das Abhören nicht in dieser Hinsicht von Vorteil für den Bürger? Also erstens. Dass es dabei um Sicherheit geht, wird zwar vielfach behauptet, es gibt aber bis jetzt immer noch keine Beweise dafür oder auch nur fundierte Untersuchungen, die sagen, dass durch vermehrtes Abhören, Überwachen wirklich mehr Sicherheit geschaffen wird. Ich denke, hier wird sehr viel mit Ängsten von Bürgern gespielt. Hier wird auch versucht, gezielt Ängste zu erzeugen und dann auf Grundlage dieser nicht zulässigen Argumente eben eine solche Überwachungsinfrastruktur aufzubauen. Denn überlegen Sie mal, es stecken ja auch handfeste wirtschaftliche Interessen dahinter, so ein Zentrum zu bauen, so ein Zentrum zu betreiben. Da werden viele Millionen verbaut, da wird viel investiert. Da gibt es auch Nutznießer und denen gefällt das natürlich, wenn sowas gebaut wird. Die Frage ist aber, ob es gesellschaftlich irgendeinen Vorteil hat. Und da sagen wir nein. Wenn wir eine freie, demokratische Bürgergesellschaft wollen, dann gibt es ein ganz wichtiges Recht jedes einzelnen Bürgers, nämlich das, vom Staat in Ruhe gelassen zu werden. Und das heißt auch, dass man eben nicht überwacht wird und dass eben auch Überwachung nicht ausufern darf. Und die Gefahr sehen wir, wenn hier jetzt solche Infrastrukturen geschaffen werden. Nochmal Stichwort Sicherheitsbedürfnis. Gibt es denn Alternativen in Sachen Kriminalitätsbekämpfung zum Abhören von Telefonen? Naja, ich meine, wenn Sie sich heute umgucken, Sie können heute relativ gefahrlos in Deutschland auf die Straße gehen. Genauso wie vor 5 Jahren, wie vor 10 Jahren, wie vor 20 Jahren. Insofern, wir haben ja eine funktionierende Infrastruktur, die Sicherheit des Einzelnen hinreichend sicherstellt. Und insofern muss man natürlich gucken, inwiefern man sich an geänderte technische und andere Realitäten anpasst. Aber ich denke, hier wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Denn ein Verbrechen benötigt letztendlich immer irgendeine Aktion. Es muss ja jemand etwas Böses tun. Und das kann man einfach daran messen, dass das passiert. Und da muss ich nicht im Vorfeld einen riesengroßen Überwachungsapparat aufbauen, in dem dann halt auch eine unglaublich große Menge an Menschen hängen bleibt, die überhaupt nichts damit zu tun haben.
Und das ist das, gegen was wir uns wehren. Und ich denke, da, wenn wir so etwas zulassen und diesen Weg weitergehen, dann setzen wir letztendlich unsere freiheitliche Gesellschaft aufs Spiel. Ratsherr Dirk Hilbrecht von der Piratenpartei zur geplanten Abhörzentrale des Landeskriminalamtes. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio. Dankeschön.